This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute noch ein kleines Video über das Thema Entgiftung, weil ich jetzt gerade aktuell, ja, nur um euch mal zu zeigen, so, ja, Normalbürger denkt ja immer Krankheit, Beckham, weiß nicht, Krankheit hat keinen Sinn, wir wollen es einfach weg haben. Ja, das ist so immer die These. Also ich meine, alles was da ist, hat, denke ich, auch einen Sinn irgendwo. Und ja, wenn man den Sinn oder die wahre Ursache von Krankheit gar nicht verstanden hat, es ist einfach nur, ja, Oberflächenkosmetik, ist, was schulmedizinisch betrieben wird und so weiter. Und Krankheit ist eigentlich Heilung, mach dich komplett. Ein Arzt früher hat immer noch gefragt, was fehlt dir, was fehlt ihnen? Weil einfach heil sein, ganz sein bedeutet. Und er hat nach dem fehlenden Teil, den er dazugeben muss, gefragt. Und heutzutage wird er einfach nur noch weggeschnitten, wegmachen. Und von weg tun wird man nicht ganz. Nicht heil, geschieht keine Heilung vom Wegtun. Und eine Krankheit sollte man wirklich durchleben. Und dann verarbeitet man das Ganze auch vom Bewusstsein her. Und es ist eine Lektion, die man einfach lernen sollte. Alles andere ist Verdrängung irgendwo. Und die Krankheiten sind einfach so intensiv, weil wir uns ständig mit Müll vollstopfen. Auch jetzt vom Körperlichen her gesehen. Wir stopfen, es ist wie ein Fass, das überläuft. Und dann kommt eine Krankheit bei raus. Und dann probiert man das Fass wieder zu stopfen. Und wenn man entgiftet, dann ist es aber umgekehrt. Dann ist es eine andere Krankheit. Bei Entgiftungsprozessen, da ist die Krankheit viel schneller, weil man die nur, weil der Körper hat jetzt die Kraft wirklich zum Heilen und will deswegen die Gifte, die im Fass sind, einfach so losbekommen. Weil es jetzt keinen Regen mehr gibt, wie man hat ein offenes Fass da stehen, wenn es ständig drauf regnet, dann läuft es einfach über und deswegen ist man krank. Und wenn man eben entgiftet, dann ist es so wie, es ist gerade Sonnenschein, super Wetter und jetzt sind da 10 Eimer stehen da drinnen in dem Fass und 10 Männer mit Eimern und die können da einfach rausschippen und das Fass leer machen. Und wenn du entgiftest, dann durchlebst du die Krankheit normalerweise wesentlich schneller und du verarbeitest dabei wirklich geistig diese Sachen, was die Krankheiten dir dabei sagen, wenn du das Ganze auch wirklich möchtest. Und ich hatte jetzt zum Beispiel eben einen starken Entgiftungsschub nochmal von älteren Sachen und so, und es geht auch jetzt mittlerweile immer viel schneller. Ich mache das Ganze jetzt schon sehr lang und sehr intensiv und ich hatte jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel hier, ich zeige es euch mal, einfach hier am Fuß hatte ich, beziehungsweise an den Handflächen, hier, Handinnenseite und Fuß Innenseite, Unterfläche, hier noch so ein bisschen hochgezogen, hatte ich jetzt solche Pfückchen bekommen. Und ich konnte, die hatten so einen Druck gebildet, diese Pfückchen. Hier, sonst am Körper, hier nirgends Pfückchen, nichts, keine Pfückchen. Und ja, diese Pfückchen habe ich vor 2 Tagen bekommen. So wie ein Ausschlag, schaut aus wie Windpocken, keine Ahnung, was es ist. Die sind einfach so gekommen. Das sind irgendwelche Sachen, die von inneren Organen entgiftet werden mittlerweile, weil im Fettgewebe ist bei mir nicht mehr viel zu entgiften. Ich nehme auch beim Fasten nichts mehr ab eigentlich, weil du, ja, am Anfang, es geht immer von innen nach außen und von den näher liegenden Krankheiten zu den weiter zurückliegenden. Also wenn ich vor einer Woche einen Schnupfen hatte und jetzt auf Rohkost umstelle, dann werde ich erstmal wahrscheinlich gleich nochmal einen Schnupfen bekommen, weil es das dann zuerst heilt. Und dann immer diese zurückliegenderen Krankheiten, bis in die Kindheit geht es dann rein.
Und genauso ist es so, am Anfang wird das Fettgewebe, das Äußere, entgiftet, dann geht es immer weiter rein bis zu den Knochen und den Organen dann. Also von außen nach innen und vom jetzigen zu den älteren Sachen wird hin entgiftet eben. Und ja, ich hatte jetzt diesen Ausschlag bekommen und ja, ich weiß nicht, es ist wirklich nur an den Kontaktflächen zu Händen und zum Boden. Diese Pückle wie Windpocken oder so. Woher kommt das? Ist einfach so gekommen. Und dann war das jetzt 2 Tage. Ich konnte nicht auftreten, ich konnte keinen Schritt machen. Konnte nicht mal, weiß nicht. Ich war dann nur rumgelegen halt 2 Tage jetzt. Und dann liege ich abends so im Bett. Dann fühle ich plötzlich, wie ich so ein bisschen Drang habe, so Finger zu bewegen, die Füße zu bewegen. Dann habe ich sie bewegt. Und dann bin ich aufgestanden und dann konnte ich wieder laufen. Dann hat es jetzt gar nicht mehr wehgetan. Jetzt ist es gerade am Abklingen. Jetzt ist der Druck von diesem Bläschen anscheinend weg oder was. Ist ein bisschen unter der Haut auch. Und ja, es heilt viel schneller normalerweise bei der Entgiftung. Das ist was ganz anderes, als wenn das Fass überläuft und man probiert es noch mit Druck irgendwie dagegen zu drücken. Als wenn das Fass gar keinen Druck mehr hat, weil es keine neuen Gifte nachbekommt, wird der Druck nicht weiter erhöht, sondern es kann langsam den Druck ablassen und die Entgiftung kann stattfinden, der Körper kann sich reinigen. Das ist was ganz anderes und dann heilen die Sachen wirklich schnell und ganz anders, als wenn man eine Krankheit sonst hat, wenn man sich einfach mit Müll weiterhin vollstopft. Und ja, das ist nur mal ein kleiner Einblick in die Richtung. Ich wollte noch, wenn ich wieder in Deutschland bin und wenn diese ganzen Sachen, die ich jetzt geheilt habe, die jetzt am Heilen sind bei mir und die jetzt durch die Entgiftung kommen, wenn die alle wirklich ausgeklungen sind und so, wollte ich das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen. Und ja, das war zum Beispiel, ja, kommt 2 Tage so ein komischer Ausschlag einfach nur an den Handinnenflächen und Füßen. Dann ist es weg und du kannst wieder laufen 10 Minuten später und jetzt klingt es einfach ab. Und solche Sachen kommen dann ständig. Ja, Krankheit ist Heilung und Entgiftung, ja, ist nichts anderes als Krankheit und Heilung. Und ja, es ist immer schwer dann zu erklären den Leuten so, ja, und was beim Arzt, du hast das gemacht, nee, was soll der sagen, was soll der machen, der unterdrückt es, der weiß nicht, was es ist, der meint, es muss weg. Es hätte keinen Sinn und so weiter und dadurch schiebt man es nur raus. Man ist sich nicht bewusst, was man macht. Der Arzt weiß nicht, was er macht und wenn man gesund werden will, dann muss man sich selber drum kümmern und Verantwortung übernehmen für die Dinge, für alles, was einem passiert. Und ja, ist nicht leicht, aber wenn man es macht und annimmt, dann hat man danach einen wesentlich größeren Gewinn. Man schiebt es anders nur vor sich raus. Es bringt nichts, eine Krankheit zu unterdrücken. Und es bringt auch nichts, weiter Müll in sich reinzustopfen und weiterhin diesen ganzen Dingen zu folgen, was einem erzählt wird, was offensichtlich so ein Quatsch ist, was einfach nicht funktioniert. Warum werden die Leute denn immer mehr krank heutzutage? Ja. Muss man nochmal drüber nachdenken. Ja, nochmal ein kleiner Einblick gerade in meine aktuelle Entgiftung. Und ja. Jo, dann macht's gut und lasst euch nichts einreden. Unterdrückt die Krankheiten nicht. Schaut wirklich, was dahinter steckt. Eine Krankheit zu unterdrücken bringt nur was, bevor ihr sterbt. Bevor ihr einen Arm euch abhacken lasst, dann unterdrückt sie lieber mal noch, bis ihr es wirklich verarbeiten könnt, bis ihr auf so einem Level seid und dann, ja. Aber ansonsten, es bringt normalerweise nichts, außer es ist wirklich immer nur Unterdrückung, eine Krankheit zu behandeln mit solchen Medikamenten oder im Krankenhaus mit was weiß ich. Es ist Unterdrückung, es ist eine Wegschiebung und es bringt eigentlich nicht weiter, auch wenn es hart klingen mag. Man schiebt es nur vor sich her. Ja, es ist wie krank zu machen. Es ist wie krank zu machen, wenn man keinen Bock hat, irgendwie einen Vortrag in der Schule zu halten oder irgendwie heute nicht auf die Arbeit zu gehen, weil man da eben mit irgendeiner Aufgabe konfrontiert ist, die man nicht machen mag.
Und genau das Gleiche ist ja eine Krankheit mit Medikamenten von einem Arzt behandeln zu lassen. Er will es einfach nur weg haben, er weiß nicht, was er macht. Lasst es und ja, nur im akuten Notfall. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao, peace.